Ja, hallo Leute, hier ist euer Influencer Marc. Ich habe heute zwei Dinge. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe dieses Teil hier, das ist irgendwie handgemacht. Ihr werdet es nicht glauben, da steht es. Lebenshilfe Oberösterreich. Hergestellt in der Tagesheimstätte Braunau in Oberösterreich. Das wurde in dem Haus, wo Adolf Hitler geboren wurde, das von Behinderten hergestellt. Ich war da mal durch Zufall da in Braunau und habe die besucht und habe das gekauft. Das ist so handgemacht. Warum liegen heute hier die Tomaten? Tja, jetzt fällt die Rubrik, habt ihr das gewusst? Ist das der erste Teil der Rubrik? Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Wo kommt der Ausdruck treulose Tomate her? Denkt mal nach. Also ich erkläre es euch. Dies sagt man eher scherzhaft gemeint zu jemandem, der nicht besonders zuverlässig ist oder der sich nicht wie erwartet verhält. Diese Redewendung entstand im Ersten Weltkrieg. Italien hatte sich zwar mit Deutschland verbündet, hielt sich aber zunächst aus den kriegerischen Auseinandersetzungen vollkommen heraus, bis es sich 1915 für die Gegenpartei umentschied. In Italien wurden schon immer viele Pflanzen gezogen und reichhaltig geerntet. In Deutschland waren Tomaten dagegen noch relativ selten. Die Ernten oftmals Fehlschläge. Zusammengenommen ergaben die unzuverlässigen und tomatenessenden Italiener eben treulose Tomaten. Jetzt wisst ihr's.